Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran sagt, diejenigen, die sagen, unser Herr, schenke uns an unseren Gärten und unseren Nachkommenschaften Grund zur Freude und mache uns für die Rechtschaffenen zu einem Vorbild. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah, dem einen ohne Teilhaber gibt, und dass unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Anbetendiener und Gesandter ist. Allahs Segen und Friede seien auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um das Thema die Fürsorge für Kinder und Jugendliche im Islam. Liebe Schwester und Brüder, die Eltern sind dazu verpflichtet, die Grundbedürfnisse der Kinder zu erfüllen. Diese sind der Unterhalt des Kindes, geistiger und körperlicher Schutz und eine gute Erziehung. Sie müssen ihre Kinder dabei unterstützen, recht zu lernen. Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagte, das Streben nach Wissen ist Pflicht. Das Streben nach Wissen ist Pflicht für jeden Muslim. Auch er sallallahu alaihi wasallam sagte, jeder von euch ist ein Hirte. Jeder von euch ist ein Hirte. Und jeder von euch ist für die Antworten, für die ihm Antworten und anvertraute Hirte verantwortlich. Nochmal, jeder von euch ist ein Hirte. Und jeder von euch ist für die ihm anvertraute Hürde verantwortlich. Ferner sagte er, sallallahu alaihi wasallam, ihr alle trägt Verantwortung und seid verantwortlich für die, die ihr führt. Ihr alle trägt Verantwortung und seid verantwortlich für die, die ihr führt. Damit das Kind eine starke Persönlichkeit bilden kann, ist ein warmes Zuhause Persönlichkeit, ist ein warmes Zuhause vorausgesetzt, das Liebe, Zuneigung und Sicherheit vermittelt. Schließlich ist es unmöglich, dass in Familien ohne Liebe, Zuneigung und Wissen ein Mensch mit starkem Charakter oder mit einer starken Persönlichkeit heranwächst. Die Eltern müssen auch auf die Umgangsformen der Kinder achten. Einer der Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umar ibn Abi Salama, radiallahu anhu, überlieferte ebenfalls eine Geschichte über die Umgangsformen beim Essen. Er sagte, als ich ein kleiner Junge war, fand ich mich in der Obhut des Gesandten Gottes sallallahu alaihi wasallam. Meine Hand pflegte über den ganzen Teller mit Essen zu wandern. Meine Hand pflegte über den ganzen Teller mit Essen zu wandern. Da sagte der Gesandte Gottes sallallahu alaihi wasallam zu mir, O Junge, sag Bismillah und ess mit deinen rechten Hand und ess, was vor dir ist. Nochmal, O Junge, sag Bismillah und ess mit deiner rechten Hand und ess, was von dir
isst, was gerade von dir ist. Liebe Geschwister, im Jugendalter bilden, prägen und verändern sich Meinungen besonders schnell. Ein junger Mensch wird eine religiöse Kultur. Ein junger Mensch wird die religiöse Kultur, die er angehört, erlernen, lebendig erhalten und weiterentwickeln können. Hierbei sollten wir keine Mühen scheuen und sie auch von Nachhilfenangeboten profitieren lassen. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Seid gut zu euren Kindern und versorgt sie gut. Seid gut für euren Kindern und versorgt sie gut. Erzieht sie in der besten Weise. Seid gut zu euren Kindern. Seid gut zu euren Kindern und versorgt sie gut. Erzieht sie in der besten Weise. Alles Lob gehört Allah und Friede sei auf seinem letzten Propheten Muhammad, seinem letzten Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seinen edlen Gefährten. Liebe Geschwister, für junge Muslime und Musliminnen im Ausland spielt Religion nach ihren eigenen Angaben eine bedeutende Rolle. Es ist wichtig, dass unsere Kinder und Jugendliche am Islam und Koranunterricht teilnehmen, in der Moschee teilnehmen. Der Koran ist eine solche Quelle des Glücks, dass es sogar verdienstvoll ist, ihn zu lesen. Auch wenn man nicht die Bedeutungen der Worte kennt. Unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Die Besten unter euch sind diejenigen, die den Koran lernen und lehren. Die Besten unter euch sind diejenigen, die den Koran lernen und lehren. Damit macht Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf den Wert des Lerners und Vermittelns des Korans aufmerksam. Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer nach Wissen gefragt wird, es aber zurückhält, dem werden am Tag der Auferstehung Zügel aus Feuer angelegt. Nochmal: Wer nach Wissen gefragt wird, es aber zurückhält, dem werden am Tag der Auferstehung Zügel aus Feuer angelegt. Ich beende meine Khutba mit den Worten unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Achtet eure Kinder und gebt ihnen die beste Erziehung. Möge Allah uns zu jenen gehören lassen, die ihren Nafs beherrschen und dem Beispiel unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam folgen.